Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier bei unserer Heldengruppe, die diesen Kampf relativ wacker überstanden hat. Und wir sind wieder an einem besonderen Punkt angekommen, denn wir können hier einen Stufenaufstieg managen, zumindest mit 5 von 6 unserer Gefährten. Und wir fangen mal gleich bei Waylon an. Und Waylon, na, da habe ich so ein bisschen im Auge, ihm hier eine besondere Prestigeklasse irgendwann mal angedeihen zu lassen. Den arkanen Betrüger, das passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu ihm. Und wir sehen die Voraussetzungen. Beweglichkeit 4, hinterhältiger Angriff 2 und Wissen Arcanum 4 braucht er dafür noch. Hinterhältiger Angriff 2 bekommen wir automatisch auf Stufe 6, sehen wir hier. Ne, wo haben wir das? Hier, auf Stufe 7 erst, entschuldigt. Das heißt, frühestens dann wird das gehen. Und die anderen Sachen müssen wir bis dahin hinkriegen. Beweglichkeit 4, Wissen Arcanum 4. Das heißt, ja, da müssen wir, haben wir noch 2, 3 Stufen Zeit. Müssen nicht alles auf einmal machen. Darum müssen wir uns also jetzt kümmern. Und deswegen gehen wir schon mal Beweglichkeiten Rang hoch. Wir gehen Wissen Arcanum vielleicht sogar 2 Ränge hoch. Und dann werde ich Tricks nochmal einmal hoch. Setzen, überzeugen müssen wir leider heute auslassen, sodass wir zumindest hier schon mal Level 2 sind und dann können wir das in den nächsten, na, vielleicht sogar im nächsten Stufenaufstieg auf 4 bringen. Okay, das wäre das. Jetzt geht es um die Fähigkeit, die wir für ihn wählen können und ich wähle tatsächlich die hier vorgeschlagene. Fähiger hinterhältiger Angriff, das bringt da nochmal einen erhöhten Schaden. Wir erleben ja sehr häufig von ihm hinterhältige Angriffe, weil immer wenn 2 zusammenstehen, also 2 vorne im Angriff sind, auf einen rein einschlagen, da ist es für ihn ein hinterhältiger Angriff und deshalb ist es ganz gut, wenn wir da sozusagen diesen Schaden nochmal vergrößern. So, das wäre das und wir können für ihn noch 2 Zauber auswählen und da habe ich mir tatsächlich Bärenstärke mal ausgesucht, weil ich kann mir diese Kombination vorstellen, dass er Amiri mit Bärenstärke versieht, sie dann eine +4 Stärke nochmal hat und dann nochmal mehr zuhaut. Und dann das nächste, was ich machen wollte, mal ein Schadenszaubersteinschlag. Allerdings einer, der auch die eigene Gruppe betreffen könnte. Mal gucken, wir können aber weiterhin nur 2 in Stufe 2. Insofern weiß ich gar nicht, ob das so klug ist, die zu wählen. Aber egal, wir machen das mal. So, das heißt, mit ihm sind wir fertig. Wir können vielleicht dann auch gleich sein Zauberbuch öffnen und wir sehen Stufe 1. Können wir noch einen hinzufügen? Ja, wir heizen das oft gar nicht aus. Ich werde einfach nochmal Monster herbeizaubern. Da weiß man, was man hat. Relativ klar und simpler Zauber. So, wir machen mit Valerie weiter. Valerie kann irgendwann, sollte sie meines Erachtens auch standhafter Verteidiger werden, aber dazu muss ihr Grundangriffsbonus noch steigen, deswegen, ja, logischerweise wird sie dann weiter Kämpferin. Und sie bekommt was Schönes hier, Turmschild-Experte. Das heißt, auf Stufe 5 erleidet sie keinen -2 Malus mehr auf Angriffswürfe. Und das ist richtig heftig. Damit wird sie eine richtig gute Angreiferin, muss man mal sagen. Also vom Angriffswert ist das richtig anständig, was sie da bringt. Sehr schön. Dann geht es weiter. Sie hat nur 2 Punkte hier zu verteilen. Das ist bei ihr relativ belanglos. Wir nehmen mal Überzeugen auf 10, auch wenn ich das immer vergesse, diese Fertigkeit da einzusetzen. Okay, was nehmen wir bei ihr für eine Fähigkeit? Und hier habe ich mir überlegt, hier werde ich jetzt nochmal was verbessern im Bereich Verteidigung. Ich werde mal Schildwall nutzen. Und da braucht sie einen Verbündeten, der neben ihr steht, der das auch hat. Das machen wir gleich mit Harem. Und falls es Situationen gibt, wo die beiden mal zusammenstehen können nebeneinander, sind sie dann nochmal richtig stärker. Besonders Harem profitiert dann von ihrem Turmschild, was ich eine schöne Kombination eigentlich finde. So, gut, das haben wir gemacht. Dann haben wir Yefell. Yefell ist Inquisitorin und hat etwas, ebenfalls was Interessantes. Sie hat Verderben. Sie kann ihre Waffe sozusagen als Verderbte mit einem Verderben belegen, was dann ihr nochmal deutlich höheren Schaden bringt. Das ist nur so ein paar Runden je Stufe. Also im Moment 5 Runden für sie. Aber in bestimmten Situationen sicher ganz, ganz gut anzuwenden. Das sollten wir, oder das nehmen wir natürlich automatisch mit. So, wir werden ihre Wahrnehmung nochmal stärken auf 20. Wir werden ihr, also alle ihre Stärken nochmal hochsetzen. Wissen Arcanum, Wissen Religion gehen wir hoch und Wissen Natur auf 5. Okay, soweit dazu.
Und jetzt kann sie auch Präzisionsschuss nehmen. Das heißt, auch mit ihrem Kompositbogen hat sie nicht mehr den -4-Malus bei ihren Angriffen. Damit haben wir jetzt alle Fernkämpfer so ausgerüstet, was hervorragend ist. So, auch sie bekommt noch einen Zauber. Und da habe ich mir überlegt, dass wir mit ihr mal etwas machen. Warte mal, was habe ich... Muss ich mal gucken, ob ich... Ja, genau, Gift verzögern würde ich gerne machen. Wenn wir sehen, so wie jetzt, dass wir gegen Spinnen kämpfen oder so, können wir zum Beispiel Valerie oder Harem dann von hinten ja damit belegen. Und dann schadet ihnen das nicht mehr. Okay, das wäre dann auch erledigt. Sehr gut, dann haben wir den guten Harem. Der bleibt natürlich Kleriker, da kriegt er ein neues Talent für. Und auch hier, er kriegt 2 Punkte. Ja, bleiben wir mal hier bei diesen Sachen. Das ist relativ belanglos. Und auch ihm geben wir jetzt den Schildwall, damit das auch miteinander funktioniert. Das ist ja der Gag daran. Okay. Gut. Bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. So, dann haben wir das bei ihm schon erledigt. Und jetzt kommt noch Amiri. Amiri bleibt natürlich Barbarin. Sie bekommt nochmal verbesserte Reflexbewegung. Das heißt, jetzt ist noch nicht mal in Zange genommen für sie ein Problem. Wobei das relativ selten bei ihr passiert, aber gut. Und sie ist unsere Athletin, ganz wichtig. Auf 10 bringen wir das. Beweglichkeit will ich bei ihr auch hoch haben. Und ja, dann nehmen wir doch nochmal Wissen, Natur und Wahrnehmung hoch. Gut, und für sie habe ich mir jetzt überlegt, dass wir nochmal ihren Schaden nochmal richtig erhöhen können, nämlich heftiger Angriff. Das können wir nutzen, das können wir sozusagen anstellen und ausstellen. Bekommen wir noch ein -1 auf unser Angriffswert, aber machen dann nochmal deutlich mehr Schaden. Und zwar standardmäßig +2 und das erhöht sich dann nochmal, wenn wir mit einer Zweihandwaffe angreifen. Und das ist ja bei ihr der Fall. Deswegen ist das, glaube ich, für sie nochmal richtig gut. Wir können uns das direkt auch mal angucken. Das ist, wow. Ich finde das ziemlich Wahnsinn. Sie macht jetzt einen standardmäßigen Schaden von 15 bis 29. Ey, das ist schon krass. Beim Angriff von +8. Schon sehr, sehr ordentlich. Gut, ich gucke gerade mal, müssen wir noch Zauberbücher hier irgendwie einstellen? Ne, sie hat ja nur einfach so Benutzung, das ist klar. Bei Harem sollten wir aber noch was machen. Er ist jetzt schon auf Rang 3. Hier können wir Wut oder Magie als Domänenplatz vergeben, Magie bannen. Ja, bin mit beiden nicht so richtig zufrieden, weil er im Kampf selbst ja die Sachen nicht so gut zaubern kann. Wir machen mal Magie bannen. Und dann würde ich gerne auch hier nochmal Monster bei Zaubern Stufe 3 machen. Was kommt da denn eigentlich? Extraplanale, achso, dasselbe, bloß stärker. Und Gebet finde ich ganz cool. Das betrifft alle Kreaturen. Und die Gegner bekommen Abzug. Vielleicht nehme ich das sogar doppelt rein, weil ich Gebet kommt mir irgendwie ziemlich stark vor. Okay, dann wäre das auch. Wir können hier bei Tristan hatten wir tatsächlich irgendwas vergessen oder nicht richtig gemacht, weiß ich gar nicht. Tatsächlich, ich habe die ja vergessen gehabt. Genau, dann mache ich das hier nochmal richtig. Hier wollte ich das reinnehmen und hier nehme ich nochmal 2x bebende Knochen rein. Und bei den Domänenplätzen können wir gemeinschaftlichen Schutz vor Bösen mal machen. Das hatte ich schon da. Ne, das ist noch was anderes. Was hatte ich da? Schutz vor Bösen. Ach, nur eine. Ach, gemeinschaftlich? Ich weiß nicht. Einen sengenden Strahl oder die Waffe weilen finde ich vielleicht auch nicht schlecht. Das kann ganz gut. Aber das gilt nur gegen böse Gegner, ne? Perfekte Treffer gegen böse Gegner. Nehmen wir es mal mit rein. Gut. Okay, damit sind wir jetzt wieder up to date. Wir werden mal hier gucken. Ja, jetzt müssen wir uns noch erstmal um unsere Gruppe kümmern. Sie hat hier diesen Geschicklichkeitsschaden. Darum kann sich aber Gott sei Dank Harem kümmern, weil er noch teilweise Genesung hat. Na? Ah, hat er nur +1 hingekriegt. Das ist natürlich doof. Komm, dann musst du das halt nochmal machen. Magritium Turinos.
So, jetzt ist das weg. So, jetzt machen wir leichte Wunden verursachen an der Frau, dass wir sie ein bisschen dann heilen. Plus 7 ist doch wunderbar. Und plus 11. Damit sieht sie doch wieder ganz gut aus. Sie kann das für sich selbst, glaube ich, auch nochmal machen. Okay. Und hast du einfach nochmal einen Standard-Heilzauber? Gebrechen behandeln. Segnung. Ja, wir könnten irgendeinen hier umwandeln. Machen wir Schutz vor Bösen. Leichte Wunden heilen. Ach, wir können damit auch ein gebundenes heiliges Symbol erschaffen. Ein Wunderwirker kann einen für den jeweiligen Tag vorbereiteten Zauber einmal wiederherstellen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Interessant. Okay. Gut, aber wir werden hier erstmal leichte Wunden heilen. Plus 10 für Valerie. Das, denke ich, reicht jetzt erstmal für die nächsten Stunden. Gut, dann gucken wir uns hier endlich mal um. Leider sind die Leichen verschwunden. Offenbar hatten die nichts Großartiges dabei, hoffe ich zumindest. Aber vielleicht entdecken wir ja noch was Interessantes. Oder das war es einfach. Wir mussten einfach nur diese Wesen besiegen. Und ansonsten hat sich die Sache erledigt, möglicherweise. Sieht so aus, dass das tatsächlich gewesen ist. Naja, gut, ich habe jetzt keine Tränke zum Einsatz gebracht. Die Zauber waren ja insofern nicht verschwendet. Nee. Das sind offenbar so eine kleinen Standardkarten, die vielleicht für mehrere Zwecke dann immer wieder verwendet werden. Okay, gut, immerhin diese Aufgabe haben wir erledigt. Jetzt ist die spannende Frage, was wir als nächstes machen. Das klären wir dann gleich auf der Karte. So, worüber ich mir immer noch nicht ganz im Klaren bin, wie das funktioniert mit dieser Tatsache, dass man immer rechtzeitig im Königreich wieder da sein soll. Mal gucken, vielleicht werden wir informiert rechtzeitig vorher. Wir haben auf jeden Fall den 13. Tag. Was ich eigentlich gerne machen würde, ich würde jetzt gerne hier nochmal in den Norden ziehen und erstens hier unsere neue Siedlung mal besuchen und Olex Handelsposten besuchen, weil wir doch Bocken fragen sollten, ob er zu uns kommt. Und auf dem Wege dorthin würde ich gerne diese drei noch nicht erkundeten Gebiete mir anschauen. Rattenwinkelhügel, Pfad in den Hügeln und wassergetränktes Tiefland und diese Wege sozusagen noch mit überprüfen. Und wir gucken mal, ob wir hier hin müssen oder ob das automatisch schon drin ist. Naja, wir sind erstmal im kahlen Hügel, gehen hier entlang, haben den Weg damit auch erkundet und jetzt gehe ich sozusagen hier nochmal hin und gucke, ob ich damit jetzt irgendwas machen kann. Aha, schaut mal. Ach, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Früchte und Beeren. Ach so, wenn ich das annehme, erscheint das möglicherweise im Königreich als optionale Geschichte. Vermute ich jetzt mal, dass ich das annehme. Ich gehe mal kurz hier rein. Wir können uns das ja hier angucken. So, das sind jetzt erstmal noch die Auswirkungen vom letzten Mal. Und. Ah, jetzt. Okay, warte mal, Projekte. Nee, Regionen. Da finde ich das jetzt gerade nicht. Ob bei Ratgeber nicht. Karte. Okay, hier kann man sich das nochmal. Aber das, was wir eben gehabt haben, kann es sein, dass man tatsächlich die Baupunkte besitzen muss, um das zu aktivieren. Das wäre natürlich doof, dass wir jetzt nichts übrig gelassen haben. Also zumindest finde ich das jetzt hier nicht unter Projekte oder so, was ich jetzt erwartet hätte. Scheint nicht der Fall zu sein. Loyalität 27. Ja, nee, dann ist das so. Gehen wir wieder raus. So, Quellen von Ressourcen für die Baronie. Bei deinen Reisen findest du vielleicht Ressourcenvorkommen. Um in den Genuss der Ressourcen zu kommen, musst du die jeweilige Region beanspruchen, zum Ort der Ressourcen zurückkehren und sie für 15 Baupunkte beanspruchen. Okay, jetzt wird uns das nochmal erklärt. Ja, schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich die noch aufgespart. Müssen wir einfach, ich sag mal, wir kriegen ja jede Woche was. Dann müssen wir einfach dann nochmal zurückkehren, wenn wir wieder was haben. Na, ein bisschen doof gelaufen. So, aber jetzt zum Rattenwinkelhügel. Als nächstes, wir gehen hier über die Brücke. Gucken mal genau, wann jemand als, also wann die Erschöpfung hier beginnt bei unseren Leuten. Noch nicht. Jetzt können wir da hingehen. Okay. Wollen wir betreten, ja.
So, oh Gott, und hier läuft schon das Blut. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Wir sehen schon wieder Spinnen, In aber ich due time. denke, wir wenden uns erstmal hier dieser Leiche zu. Halt, bevor ich da näher gehe, We should move. will ich was machen, was ich jetzt immer vergessen habe. Was haben wir hier? Bleiklingen verschwinden. Nee. Wir werden jetzt hier. Wo haben wir unseren schönen Stab, Leute? Magierüstung. Auf uns selbst. Lindsay ist ja eh nicht dabei. So, was ist hier los? Eine verstümmelte Leiche. Sie wurde offenbar von Nagetieren angeknabbert. Ah, ja. Gut, man ahnt, warum das Rattenwinkelhügel heißt. Naja, damit werden wir uns jetzt befassen. Wir müssen hier für Ordnung sorgen. Und unsere Gesch. How curious. Hier gibt es sogar Fallen. Sieht ja aus, als wäre das ein richtiges Lager, was uns hier erwartet. Wir gehen erstmal da hoch, aber da geht es nicht weiter. Okay. Naja, wir deaktivieren das mal. Wählen. That was easy. Okay, My gelungen. skills are absolute. Und dann schauen wir mal, auf was wir da treffen werden. Die nächste Falle erstmal. Das ist ja echt gespickt von Fallen. Was haben die für eine Schwierigkeit eigentlich? 21. Das ist ja schon eine enorme Schwierigkeit. Da bin ich ja fast überrascht, dass Waylon das so gut hinbekommt. Na gut, er wird modifiziert 15. Das heißt, er muss immer eine 6 würfeln. Das geht noch. Aber kann auch mal schief gehen. Deswegen bleiben wir mal ein bisschen zurück. So, was mir auffällt, wir haben, glaube ich, gar nicht hier unseren Kopfmampf. Aber der hilft, glaube ich, jetzt gegen die Fallen auch nicht so viel. Ja, wieder geschafft. Sehr schön. State your desires. Oh Gott, It's time to act. was bewachen die denn hier, Leute? Was erwartet uns hier? Aha, What a surprise. eine Höhle. Eine, schaut mal, das ist so eine kleine Ratte, die da schon rausguckt. Interessant. Gut, nochmal das Ganze. A trivial task. Dann gucken wir erstmal hier unten weiter, bevor wir da reingehen. Ah, wir treffen nur auf weitere Fallen hier. Wahnsinn. Der ganze Weg von Fallen bestückt. A trivial task. Und da finden wir noch eine Leiche. My search How was not in curious. vain. Und die Leiche, die hat wohl die Falle nicht so richtig entdeckt. Also die Leiche nicht, die Person, die dann zur Leiche wurde. Wir finden noch eine alte Rostlandmünze. So, das ist keine Höhle, das ist nur irgendwie ein rettender Vorsprung. Zumindest sieht er danach aus. Gott, alles voller Fallen. Aber sie bringen Erfahrungspunkte, wenn ich das mal so etwas unrollenspielerisch sagen darf. Außerdem wollen wir ja nicht, dass arme Reisende hier in diese Fallen geraten. Insofern passt das schon. So, hier ist tatsächlich nichts außer diese Fallen. Und dieser Höhleneingang, und den werden wir natürlich jetzt erkunden. Also diese Höhle werden wir erkunden. Ganz klar. Naja, im besten Fall ist es einfach nur eine Gruppe von, keine Ahnung, Monsterratten oder so. Im schlechtesten Falle wartet da Schlimmeres auf uns. Gehen wir hinein. I do what I must. Okay, vielleicht der richtige Moment, um gleich mal wieder Licht zu zaubern für Valerie. Ich höre schon irgendwas Widerliches. So. Was war denn das bitte? Eine Wehrratte, hinterhältig, gegen Harem. Oha! Jetzt geht's ja hier. Die sind unsichtbar, oder was ist das? So, Valerie. Let us strike as one. Ihr Fell hat ihre Sense. Na gut, dann kann sie mal von mir aus mit Unworthy. der Sense angreifen. Amiri auch. Ah ja, alle anderen, ne?
This will hurt. Haben wir noch irgendwas Gutes? Ich denke mal, wir hauen Segen raus. Ah, jetzt kommen sie von allen Seiten. Aber Gott sei Dank, jetzt steht Valerie mal richtig. Und Harem ist eigentlich da auch der Richtige, der dort steht. Und sie stehen nebeneinander, müssen jetzt ihren super Schildbonus bekommen. Oh, reduziert. Oh, wartet mal. Harem trifft überhaupt nicht. Mit seinem Streitkolben. Mit einer natürlichen 20. Ah, das könnte sein, dass das diese Viecher sind, wo man hier dieses Eisen braucht, um die zu besiegen. Jetzt dieses kalte Eisen, wie das heißt. Jetzt wird es natürlich übel. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt ist die Frage, kommen wir mit Magie weiter? Ansonsten, warte mal, wir haben ja diese Info. Rechtschaffen böse Mensch. Das gilt als Mensch. So, wartet mal. Was können wir jetzt einsetzen von irgendwelchen Specials? Sie kann hier ihre Waffe, das können wir gleich mal machen, zu einer Waffe des Verderbens machen. Das ist vielleicht ganz gut. Dann hatten wir ihm doch gerade was gegeben. Ja, das kann er natürlich noch nicht. Waffe Wein. Das wäre jetzt vielleicht mal ganz perfekt gewesen. Untote verletzen hilft nicht. Ja. Wir haben irgendwie im Moment nichts Cooles parat. Schutz verbösen, das würde schon helfen, aber im Moment glaube ich nicht so toll. Wir verbessern mal unsere Leute, machen mal Hauch des Guten und so Kram. So, und Harem, kann der irgendwie seine Waffe bebende Knochen? Versuchen wir mal, wobei, es ist wieder ein Zauber, ne? Aber so normal kriegt er einfach keinen Schaden. Versuchen wir es einfach mal. Und Waylon kann jetzt auch erstmal nur normal angreifen. So, da hinten kommt noch eine andere Wehrratte, die einen Feuerball, oder was ist das da, zaubert. Eieieiei, Leute. So wird es natürlich schwierig. Wir können mal probieren, ob wir da hinten einen Sturmangriff machen können. Können wir. Aber ich weiß nicht, ob Amiri mit ihrer Waffe da überhaupt irgendwas anrichten kann. Ja, toll. Eine Sprengbombe. Die hat schon ordentlich reingehauen. Kann Tristan gleich mal einen allgemeinen Heilzauber raushauen. Haben wir jetzt schon mal irgendwie Schaden gemacht? Haben wir nicht. Ah doch, 10 Schaden. Bebende Knochen. Das hat was geholfen. Harem hat dann gleich aber einen Gelegenheitsangriff bekommen. Bebende Knochen hat was geholfen. Mal gucken, was Amiri macht. Ach, Fehlschlag direkt. Und er haut direkt nochmal so ein Feuerteil raus. Oha, oha, oha. Dann wird Waylon mal probieren, mit seinen magischen Geschossen zu agieren. Der nächste... oh Gott, Valerie. Heieiei. Also ich vermute ja, das ist es mit diesem kalten Eisen, kommt man da irgendwie klar. Wir machen nochmal lebende Heilen. Ansonsten sind das alles erbärmliche Fehlschläge. Nicht mal das magische Geschoss hat geklappt. Oh Mann. Waylon, hast du noch irgendwas drauf? Blindheit, segnen, das hilft uns im Gürtel, hast du nix? Ach nee, das bist du gar nicht. So, Schutz vor Bo. Bleiklingen hilft auch nicht, mit Sicherheit. Wir versuchen es nochmal mit den Geschossen. Vielleicht haben wir einfach noch nicht getroffen. So, der wirft weiter. Und Amiri richtet dort gar nichts an. So, Valerie fällt. Jetzt ist Tristan hier dran. Nee, Leute. Das sieht ganz so aus, als ob wir... mit dieser Ausrüstung... oh, wir haben tatsächlich einmal Schaden gemacht. Mit Amiri. Interessant. Ja, das war's. Okay, Leute. Also, das sind hier ganz üble Gesellen. Ich würde mal sagen, den Ort merken wir uns vor. Wir stellen uns vor, dass wir uns hier... eigentlich rechtzeitig noch in Sicherheit bringen konnten. Und wir müssen andere Waffen mitbringen. Ich vermute, dass man hier mit diesem kalten Eisen oder so agieren muss. Da haben wir ja schon gesehen in der Hauptstadt, welche Waffen dort die Waffen der Wahl sind. Okay.
Soweit also zu diesem Abenteuer. Wir machen dann weiter und reisen den nächsten merkwürdigen Ort hier auf dieser Karte. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.